Das heutige Thema ist die berühmte Erklärung unter Eid und was das bedeutet. Wie wir ja festgestellt haben, sind die Prozesse, die heute hauptsächlich stattfinden, administrativer Natur. Das heißt, alles wird gehoben oder abgesenkt, wenn man so will, auf eine Ebene, wo die Dinge nur nach administrativen Prozessen wirklich funktionieren. Ja, ich erinnere nochmal daran, hier die Zivilprozessordnung oder die Strafprozessordnung. Das sind alles Abläufe bezüglich Prozessen und da ist vorgeschrieben, wie man, mit welchem Prozess man auf einen anderen reagieren muss oder was für Ausweichmöglichkeiten man hat in dem und dem Fall. Das ist also mehr oder weniger wie eine Art von Computerprogramm, was da abläuft mit ganz vielen If-Then-Schleifen sozusagen, wenn Sie etwas verstehen von Programmierung. Das heißt, wenn eine Bedingung wahr ist, dann folgt daraus, dass das und das gemacht werden muss. Also sehr statisch und sehr organisiert. Und dazu kommt natürlich, dass die Personen, auch die natürlichen Personen, heutzutage nicht mehr ihre natürlichen Rechte alle intakt haben. Das heißt, es ist alles zusammengefasst und beschränkt worden unter eben der Admiralität, das heißt unter Versicherungswesen wirklich, unter Versicherungsgesetzen, beschränkte Haftung als großes Stichwort hier. Und deswegen ein weiteres Beispiel ist die eidesstattliche Versicherung. Die eidesstattliche Versicherung wird heute verwendet anstatt einer Erklärung unter Eid. Oder man nennt das auch eine Erklärung oder eine Versicherung an Eidesstatt. Ja, das heißt, das weist ganz eindeutig darauf hin, das ist eine Art von Versicherungspolice. Das heißt, man spricht da auch die Wahrheit natürlich, aber unter begrenzter Haftung. Das heißt, wenn man da dann lügt zum Beispiel, ja, und es stellt sich hinterher heraus, dass man sozusagen einen Meineid geleistet hat oder dass man eine falsche Angaben gemacht hat, so wird es ja heute formuliert, dann gibt es da auch wiederum nur eine, sozusagen eine Vertragsstrafe, ja, vielleicht Bußgeld oder aber im Extremfall vielleicht ein paar Monate Gefängnis, aber damit hat es sich dann schon, das ist auch wiederum eine begrenzte Haftung. Wenn man also falsche Angaben macht in einer Versicherung an Eidesstatt oder in einer eidesstattlichen Versicherung. Das ist es ja wirklich. Und das ist natürlich ganz entgegengesetzt der Erklärung unter Eid oder vielleicht nicht entgegengesetzt, aber es hat eine andere Natur. Die Erklärung unter Eid, die kann nicht von einer Person gemacht werden. Wirklich. Eine Erklärung unter Eid ist etwas, das muss gemacht werden von einem geistig sittlichen Wesen. Und ein geistig-sittliches Wesen, das kann also ein Mann sein oder ein Weib, und hat das ganz besondere Merkmal, dass sie eben unter unbegrenzter Haftung gemacht wird. Das heißt, das, was man dort sagt, ist abgesichert sozusagen mit der unbegrenzten Haftung desjenigen, der sie tut. Und das kann natürlich von der öffentlichen Seite aus, dem kann nichts entgegengesetzt werden. Ja, denn die öffentliche Seite operiert unter begrenzter Haftung. Und jemand, der auftritt mit einer höheren Haftung, und das tut man ja, wenn man mit unbegrenzter Haftung auftritt, dann kann nicht jemand, der mit begrenzter Haftung dem gegenübertritt, auf einmal das alles null und nichtig machen, was derjenige gesagt hat oder erklärt hat, mit unbegrenzter Haftung. Das geht nicht. Ja, denn derjenige, der das größere Risiko trägt, der gewinnt. Und das ist eine ganz wichtige Maxime, die man sich da überlegt oder die man da mal durchdenken sollte. Das ist derjenige, der das größere Risiko trägt, der gewinnt. Das ist nämlich dann auch derjenige, der den größeren Verlust hat, derjenige, der die höhere Haftung übernommen hat, der muss gewinnen, denn sonst ist das Ganze nicht fair. Ja, denn sonst kann jeder mit einer Minimalhaftung daherkommen und jeden ausstechen, der mit einer höheren Haftung reingeht. Und das geht nicht. Und unbegrenzte Haftung ist etwas, was nur ein geistig-sittliches Wesen übernehmen kann. Das kann eine Fiktion kann so eine Art von Haftung nicht übernehmen. Und die Erklärung unter Eid, wir sprechen dann über den Aufbau einer solchen, heute noch,
die eben genau dasjenige Instrument, könnte man sagen, oder dasjenige Mittel, was die Dinge unantastbar klarstellt, was eine Situation auf unantastbare Weise klarstellt. Und sie ist eigentlich immer geboten. Man kann auch administrative Prozesse unter Eid machen, wenn man wirklich einen Beweis einbringen will bei Gericht. Ja, also man kann ein Gerichtsverfahren nur dann gewinnen als geistig-sittliches Wesen, wenn man mit einer Erklärung unter Eid reinkommt. Anders geht es nicht. Das heißt, Briefe schreiben oder sonst irgendwas, eidesstattliche Versicherungen abgeben, sind nicht genug. Oder irgendeine Verteidigungsschrift eines Anwaltes sind nicht genug. Wenn man wirklich die substanziellen Rechte schützen will, dann muss man mit einer Erklärung unter Eid reinkommen. Und diese Erklärung unter Eid, die muss dann auch in die Beweisaufnahme mit aufgenommen werden. Und wie man etwas als Beweis in ein Gerichtsverfahren einbringt, darüber sprechen wir dann, wenn wir über Gerichte sprechen und was die für einen Sinn und Zweck haben, wie man sich da verhält und so weiter. Das ist mit Sicherheit dann von der praktischen Seite her sehr interessant. Aber eine Erklärung unter Eid muss eingebracht werden in die Beweisaufnahme, also in die Beweisakte wirklich des Gerichtsverfahrens. Sonst ist sie auch nichts wert. Ja? Und alles andere ist in einem Gerichtsverfahren Hörensagen. Also tritt nicht jemand auf, der eine Erklärung unter Eid macht, mit unbegrenzter Haftung, dann ist das Hörensagen. So, jetzt, wann verwendet man eine Erklärung unter Eid? Eine Erklärung unter Eid kann man im Prinzip für alles verwenden. Und ein administrativer Prozess, der ist in vielen Fällen, hat er eine sehr viel, oder sagen wir so, hat eine viel höhere Erfolgschance, wenn er unter Eid gemacht wird. Ja, und dabei muss man jetzt nicht jedes Mal zum Notar hin. Man kann diese auch vor Zeugen machen. Vor Freunden zum Beispiel, ja. Das heißt, man muss nicht immer zum Notar hin, obwohl der Notar in bestimmten Fällen bei administrativen Prozessen doch eine bestimmte Wichtigkeit hat. Aber generell gesprochen braucht es bei einer Erklärung unter Eid nicht immer eines Notares. Da genügt es ganz einfach, wenn man zwei oder drei Zeugen hat, die dann auch eben als Zeugen sozusagen signieren und bestätigen, dass derjenige vor ihnen diesen Eid abgelegt hat. Und zum Beispiel, ja, sagen wir, man nimmt eine Verbindlichkeit an oder man nimmt die Zinsen an auf eine Rechnung und man gibt dann diese Annahme zurück, hoffentlich mit einem Beleg, dann kann man immer sofort eine Erklärung unter Eid machen bezüglich dieses Vorfalls. Das heißt, die braucht man auch gar nicht unbedingt gleich verschicken an die andere Partei. Kann man, wenn man will, um zu zeigen, hier, da liegt eine Erklärung unter Eid mit bei. Aber es ist viel wichtiger, dass man so etwas für seine eigene Akte, wenn man so will, hat, für seine eigenen Aufzeichnungen, dass man später im Bedarfsfall dann, wenn man zum Beispiel eine Verbindlichkeitserklärung schreibt, das ist eine besondere Form der Erklärung unter Eid, auf die wir natürlich auch noch eingehen werden, dass man dann einfach nur noch, ja, sozusagen in diese Originalverbindlichkeitserklärung alle anderen vorherigen Erklärungen unter Eid, die man hatte, einfach mit anhängt und sie sozusagen inkorporiert durch Verweis, also indem man sie einbettet, dann in die Verbindlichkeitserklärung unter Eid, einfach durch Verweis und sie hinten mit dranhängt. Das heißt, so wird dann eine Verbindlichkeitserklärung sehr einfach später, weil man einfach nur noch verweisen muss auf das, was man schon getan hat. Und da braucht man nicht jedes Mal sehr viel zu schreiben in solchen Erklärungen, sondern einfach nur das, was man im Einzelfall in einem bestimmten Schritt, in einem Prozess zum Beispiel getan hat. Ist eigentlich wirklich keine große Sache. Oft lassen sich die Dinge erledigen dann auf wirklich einer Seite. Und das dient dazu, dass man hinterher die Möglichkeit hat, alle Dinge, die man getan hat, unter Eid sozusagen festzustellen und festzusetzen. Und da kann dann niemand daherkommen und sagen, ja, aber. Ja. Jetzt, ich meine, das kann der kann das versuchen,
Und wie man auf sowas reagiert und wie man sich da verhält, das sprechen wir auch noch drüber. Aber erst einmal ist das unantastbar. Und das kommt daher, dass früher, da noch unterm Landrecht und davor, da war das so, dass wenn man etwas unter Eid ausgesagt hatte, dann war das immer unter unbegrenzter Haftung. Und es galt das Prinzip, dass derjenige, der eine Falschaussage unter Eid gemacht hat, genauso bestraft wurde, wie derjenige bestraft worden wäre, wenn die Aussage korrekt gewesen wäre. Das heißt, derjenige, der eine Aussage unter Eid gemacht hat, die einen anderen zum Beispiel beschuldigt, ja, und es stellte sich raus, diese Aussage war falsch, dann wurde der Aussagende so bestraft, wie der Verurteilte bestraft worden wäre, wenn sich die Aussage bewahrheitet hätte. Also so strikt ist. Und das ist auch gerecht. Denn man kann durch eine Aussage unter Eid einen anderen Menschen unwiderruflich schädigen. Ja, wenn jemand mit unbegrenzter Haftung eine Falschaussage macht und niemand kommt daher und widerlegt das, dann wird jemand beschuldigt, der etwas nicht getan hat, und das ist eine unwiderrufliche Schädigung. Das ist im minimalen Falle eine Rufschädigung und eine Verletzung der Ehre. Das heißt, man muss bei Aussagen unter Eid immer hundertprozentig korrekt sein. So, was schreibt man in Erklärungen unter Eid mit unbegrenzter Haftung? Erst einmal ganz generell, bevor wir auf die Form eingehen, schreibt man nur das, was man selber wirklich hundertprozentig weiß. Das heißt, wenn ich eine Aussage mache in dieser Erklärung unter Eid, dann muss die präzise sein. Und dann muss das etwas sein, wovon ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, diese Aussage ist korrekt. Ja, es ist ein großer Unterschied. Ich gebe ein Beispiel her. Wenn ich zum Beispiel aussagen will unter Eid, dass ich jemandem anderen etwas zugestellt habe oder zugeschickt habe, dann kann ich das schreiben. Ja? Ich habe dem Hans Mustermann, tätig als ABC Bank in der Position des Chefbuchhalters, am so und so vielten eine Promissory Note übersendet oder übertragen. So, das weiß man, dass man das getan hat. Aber wenn man sagt, dass an dem und dem Tag der Hans Mustermann, tätig als ABC Bank in der Position des Chefbuchhalters, meine Promissory Note erhalten hat, siehe Anlage A, Beweis, Einschreibebeleg, dann ist das eigentlich eine Lüge. Denn man weiß es nicht. Es kann sein, dass jemand für ihn stellvertretend unterschrieben hat. Ja, man weiß es nicht. Das ist nicht etwas, was man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, bloß weil man einen Einschreibebeleg hat. Das ist der große Unterschied. Das heißt, man kann sagen, an dem und dem hat man ihm das zugestellt und hier siehe Anlage A, Einschreibebeleg. Und übrigens ist der Einschreibebeleg wirklich kein Beweis dafür eigentlich, aber gut, auf solche Feinheiten kommen wir noch zu sprechen. Also es ist wichtig, dass man nur von sich ausgeht. In der Erklärung unter Eid kann man keine Stipulierungen machen oder keine Vermutungen äußern bezüglich des anderen, bezüglich des Gegenübers, ja, an dem man diese richtet oder indem man jemanden beschuldigt. Man kann keine Vermutungen äußern in einer Erklärung unter Eid. Man kann auch keine rechtlichen Ableitungen oder Feststellungen machen. Man kann auch kein Urteil fällen. Ja, das kann man nicht. Ein Urteil kann nur dann sozusagen zustande kommen, wenn man stipuliert in der Erklärung unter Eid, dass bei Nichtantwort der andere sich zu den Punkten 1, 2, 3, 4, 5 unten bekennt oder diese anerkennt oder diesen zustimmt oder mit diesen einverstanden ist. Dann ist sozusagen durch den Verzug dann ein Urteil zustande gekommen. Deswegen ist eine Erklärung unter Eid eigentlich immer ein prejudicial
Process, also ein Prozess, der überhaupt außergerichtlich stattfindet und den das Gericht hinterher gar nicht mehr beurteilen kann. Ja, auch wenn die Richter meinen oder sagen, das gilt hier nichts, spielt alles keine Rolle. Es gilt natürlich, denn das ist zwischen den Parteien. Und man kann sich dann nicht zurückziehen oder Zuflucht nehmen sozusagen auf die öffentliche Seite, wenn man mal mit der Hand in der Keksdose erwischt wurde. Das können die eben nicht. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man wirklich nur das schreibt, was man 100%ig weiß. Dabei geht man immer nur von sich aus. Ja, man legt sein Rechtsverständnis dar. Man kann in der Erklärung unter Eid zum Beispiel nicht schreiben, dass zum Beispiel die Steuergesetze von, was weiß ich nicht, was 1900 so und so viel, nicht mehr gültig sind, weil dies oder jenes. Das kann man nicht schreiben in einer Erklärung unter Eid mit unbegrenzter Haftung. Warum nicht? Weil man es nicht weiß. Man kann nicht wirklich sagen, dass man das weiß. Man glaubt es zu wissen, aber man kann doch nicht schwören, dass das so ist. Warum nicht? Nun, erstens mal war man nicht zugegen bei den Treffen der Politiker oder was auch immer, wem auch immer, oder der Bankiers. Zweitens mal weiß man nicht, ob die Quellen korrekt sind. Auch wenn sie vielleicht nachvollziehbar sind und logisch erscheinen, kann man nicht 100%ig sagen, dass das so ist. Und in einer Erklärung unter Eid muss man präzise sein. Man kann sagen in einer Erklärung unter Eid, ich glaube nicht, dass die Steuergesetze von dem und dem Jahr mehr irgendeine Gültigkeit haben und ich diesen unterliege. So etwas kann man schreiben, aber das ist dann der Glaube. Ja? Man kann auch feststellen, dass aufgrund der Eigenautonomie, die ein geistig-sittliches Wesen hat, er sich nicht anderen fremden Steuergesetzen unterwerfen muss. Das kann man auch schreiben. Ja, das ist etwas, was man bezeugen kann, weil das die eigene Überzeugung ist. Aber man kann keine absoluten, objektiven Feststellungen machen bezüglich von Handlungen oder vermeintlichen Handlungen, die andere gemacht haben oder vielleicht auch nicht gemacht haben. Das geht nicht. Das ist also ganz wichtig, dass man das immer beherzigt. Jetzt, in der Erklärung unter Eid ist es immer vonnöten, wie ganz generell eigentlich im Kommerz, dass man die Fragen beantwortet, wer, wie, wann, was, wo. Also diese fünf. Die fünf Ws, nennen wir das die, 5 Ws. Wer, wie, wann, was, wo. Und manchmal gibt es noch Nummer 6, warum. Ja, manchmal ist es notwendig, dass man ein Warum beantwortet. Zum Beispiel, wenn eine bestimmte Rechtsauffassung vorliegt, ja, dann sagt man aufgrund der Rechtsauffassung oder meiner Rechtsauffassung. Das ist dann zwar eine Erklärung, aber keine jetzt detaillierte, sondern das zeigt nur, dass das, was man getan hat, auf der eigenen Rechtsauffassung basiert. Und die eigene Rechtsauffassung ist etwas, was unantastbar ist, es sei denn, diese Rechtsauffassung kollidiert mit einem Vertrag, den man unterzeichnet hat übrigens, oder den man konkludent geschlossen hat. Dann muss die eigene Rechtsauffassung zurückgestellt werden, weil Vertragsrecht, also das Einverständnis zwischen zwei oder mehr Parteien einer vertraglich-kommerziellen Basis, hat immer Vorrang vor öffentlichen Regeln und sogenannten öffentlichen Gesetzen. Ja, ein Richter kann nicht auf die Natur eines Vertrages eingreifen oder auf die einzelnen Klauseln, es sei denn, er stellt fest, dass bestimmte Klauseln gegen Recht und Billigkeit verstoßen. Ja, das kann er tun. Zum Beispiel, wenn jemand einen Zinssatz von 90% ansetzt, dann sagt der Richter, das ist unangemessen. Ein Zinssatz ist okay, aber die Höhe ist unangemessen. Das ist überbewertet. Das kann ein Richter tun. Das heißt, er kann das also dann korrigieren. Oder aber, eine Partei legt in einem Vertrag fest, dass die Zinsrate variabel ist und bis hin zu 90% gehen kann. Dann ist das etwas, wo der Richter eingreifen kann, weil
er auch die Rechte eines anderen schützen muss. Unter Vertragsrecht. Das geht also. Aber zurück zur Erklärung unter Eid. Die Erklärung unter Eid ist nicht anfassbar. Und wenn ein Richter sagt, na, aber die Form stimmt hier nicht, da ist kein Notarsiegel drauf oder die Zeugen hier, wir wissen nicht, wer das ist, dann sagt man, aus diesem Grund will ich selber in den Zeugenstand und eine Aussage unter Eid machen diesbezüglich. Und darauf kann man bestehen. In jeder Gerichtsbarkeit kann man darauf bestehen, dass man unter Eid vernommen wird. Wir sprechen da genauer drüber, wenn es dann um Gerichte geht. Also sollte das irgendwie abgeblockt werden von irgendeiner Instanz, dann kann man darauf bestehen, dass man unter Eid vernommen wird. So, jetzt genereller Aufbau. Also mal abgesehen davon, dass man nur das aussagen kann, was man wirklich hundertprozentig weiß, unter Berücksichtigung der 5 Ws, wer, wie, wann, was, wo. Das heißt, wer hat wie, wann und wo etwas gemacht. Also Zeit und Ort und wer verantwortlich ist für die Handlung, und das ist in der Erklärung unter Eid immer ich, ja, diese Dinge müssen immer beantwortet werden, dass man immer das zeitlich und natürlich auch räumlich und die Art und Weise auch einordnen kann. Dass man genau weiß, was da passiert ist. So, eine natürliche Person kann keine Erklärung unter Eid mit unbegrenzter Haftung machen. Es sei denn, dass man die Person diesbezüglich versichert. Das heißt, wenn man später dann mal, wenn wir weiter oder wirklich dem Ende dann zukommen in diesem Kurs, wenn wir die Person entsprechend selber versichert haben, dann kann die Person so etwas auch tun, als Proxy sozusagen, aber eine Erklärung unter Eid muss von einem Mann oder einem Weib ausgehen. Und in einer Fiktion oder in einer fiktiven Welt, wie in einem Staat zum Beispiel, gilt natürlich Hörensagen, weil niemand wirklich auftreten kann, ja, und sagen kann, so ist das, denn es ist fiktiv. Und dann kann sie auch keine Wahrheit, weder Wahrheit hören, noch Wahrheit sprechen. Das ist logisch. Und deswegen muss man aufpassen, in welchem Forum man sich da bewegt. Ist man in einem substanzbasierten Forum, dann kann man Wahrheit hören und sprechen. Ist man in einem fiktiven Forum, in einem kommerziellen Forum, dann kann die Wahrheit dort selber von Personen ausgesprochen und vernommen nicht wirklich anerkannt werden. Das geht nicht. Das heißt, man muss sich anderer Mittel dort behelfen, wie zum Beispiel administrative Prozesse. So, Erklärungen unter Eid, die sind immer dann notwendig, wenn man merkt, dass die Fiktion die Rechte nicht ausreichend schützt, und zwar die eigenen Rechte, nicht die der natürlichen Person, sondern die eigenen Rechte. Das heißt, die substanziellen Rechte. Das heißt, wenn Gefahr besteht, dass die substanziellen Rechte verletzt werden. Und das ist eine, fast kann man sagen, eine Redewendung im Recht, ja. Das wird häufiger verwendet, zum Beispiel, wenn man in die Berufung geht, dass das Urteil angefochten wird aufgrund der Verletzung substanzieller Rechte. Wir sprechen natürlich von der Person. Und wenn der Richter das liest, dann weiß er, dass er, zum Beispiel dann vom Landgericht, dann weiß er, dass er jetzt genauer hingucken muss. Und dann ist die Form nicht mehr primär wichtig, denn er wird genauer hingucken, ob auch die substanziellen Rechte der Person verletzt wurden. Und der Richter kann die sehen. Er kann zwar nicht den Mann und das Weib dahinter sehen, aber er kann anerkennen, dass die Person sozusagen auf der anderen Seite substanzielle Rechte hat, da wo wir als private Gläubiger stehen. Und da sieht man, dass die Person von zwei Seiten angeguckt werden kann. Von der Schuldnerseite und von der Gläubigerseite. Von der fiktiven Seite also äquivalent und von der substanziellen Seite. Das heißt, die Person ist wirklich wie eine Art Gateway, eine Art Pass-Through, wo man von beiden Seiten hingucken kann. Und wenn dann ein Mann auftritt und eine Erklärung macht unter Eid und das in einem Verfahren dann eingebracht wird, dann kann der Richter das so
annehmen, wie wenn das wirklich die substanziellen Rechte der Person sind. Ja, das ist eine nützliche oder sagt man auch dazu eine dienliche Fiktion, die erlaubt, dass das kommerzielle Wesen im Konkurs alles aufrechterhalten wird, dass da keine Verletzungen der Fiktion oder des Schleiers der Fiktion und des Konkurses stattfinden. Und gleichzeitig kann er auch die substanziellen Rechte des privaten Mannes, des privaten Weibes, was hinter der Person steckt, dann wahren. Er muss dann also hingucken, ob zum Beispiel irgendein Vertrag oder ein Urteil, besser gesagt, die substanziellen Rechte schädigt oder angreift, obwohl sich derjenige korrekt verhalten hat. Und obwohl derjenige alles in seiner Macht Stehende versucht hat, ein Unheil, ein kommerzielles Unheil oder ein fiktives Unheil, wenn man so will, abzuwenden. Ja, also er hat sich ehrenhaft verhalten, das ist mal natürlich der erste Punkt. Er ist auf die Dinge eingegangen, er hat sie angenommen zum Beispiel durch eine Annahme, er hat das alles dokumentiert in Form von Erklärungen unter Eid und trotzdem sagt der Richter jetzt hier, wir müssen pfänden. Ja, und das geht dann natürlich zu Lasten und zur Energie, zu substanziellen Lasten und an die substanzielle Energie der verurteilten Person. Also dann letztendlich dahinter steht natürlich der Mann oder das Weib. Und das ist dann etwas, was ein Richter im Landgericht und natürlich in höheren Gerichten durchaus sehen kann und auch berücksichtigen wird. So, und wenn er so etwas feststellt, dann ist die Form nicht mehr wichtig. Das heißt, das, was dann an Formfehlern gemacht wurde, das ist dann nicht mehr ausschlaggebend. So, also eine Erklärung unter Eid oder generell Erklärungen unter Eid mit unbegrenzter Haftung, die sind unschlagbar. Und man kann Dinge relativ schnell sozusagen zum Erliegen bringen, wenn man mit Erklärungen unter Eid kommt. Alles andere, das sage ich jetzt mal ganz pauschal, das ist zwar nicht ganz korrekt, aber man sollte davon ausgehen, dass alles andere letztendlich wertlos ist und nutzlos ist. Im Kommerz müssen die Dinge in Form einer Erklärung unter Eid zum Ausdruck gebracht werden. Das nennt man auch im Englischen a Commercial Affidavit of Truth. Das schreibe ich mal hier unten rein. A Commercial Affidavit of Truth. Und damit sind alle Zweifel behoben. Das heißt, es gibt nichts mehr zu argumentieren, es gibt nichts mehr zu sagen. Und die andere Partei, die muss jetzt nachweisen, dass jeder einzelne Punkt in dieser Erklärung unter Eid nicht wahr ist. Ja, und das kann sie nicht, wenn man die Wahrheit spricht. Und wenn ich von mir ausgehe, von dem, was ich getan habe und von meiner Rechtsauffassung und diese nicht auch dann unter Eid außer Kraft gesetzt wird, dann gilt das, was ich in der Erklärung unter Eid gesagt habe. Ja, so, eine Erklärung unter Eid kann Teil eines administrativen Prozesses sein. Eine Erklärung unter Eid kann auch viele Formen oder vielen Zwecken dienen. Ja, zum Beispiel ein Memorandum zur Rechtsauffassung des Hans sowieso in Form einer Erklärung unter Eid. Oder ein Widerruf in Form einer Erklärung unter Eid. Das zum Beispiel, wenn man eine Unterschrift oder eine Signatur zurückziehen will. Ja? Man wurde irgendwie gezwungen, etwas zu unterschreiben. Und man hat das getan, um handlungsfähig zu bleiben. Dann kann man hinterher eine Notice of Rescission unter Eid schreiben. Das ist also sozusagen ein Widerruf in Form einer Erklärung unter Eid. Und da kann man dann alles anführen, was zu der Leistung der Unterschrift geführt hat und aus welchem Grund man sie jetzt widerruft. Solche Dinge sind schlagkräftig. Und das ist nicht etwas, was die wirklich letztendlich ignorieren können. Alles andere ist nur Verhandlung, ist nur Prozess. Und das obliegt dann sozusagen der Diskretion des Richters oder anderer öffentlicher Institutionen. Und da hat man dann eigentlich keine Chance wirklich. So, jetzt im Aufbau von der Form her einer Erklärung unter Eid. Naja,
Da muss man sich überlegen, was der Zweck ist. Aber generell gesprochen müssen natürlich die Parteien in einer Erklärung unter Eid oder bezüglich einer Erklärung unter Eid klar ersichtlich sein. Das heißt, eine Erklärung unter Eid fängt man jetzt nicht an mit einem Briefkopf, ja, wo oben irgendwie in der Mitte dann der eigene Name und die Adresse stehen und dann rechts oben das Datum und so weiter und so fort. Nein, das tut man so nicht, denn das ist nicht Teil der Erklärung, sondern eine Erklärung unter Eid, jetzt erst einmal in der Regel, sage ich, ja, fängt immer mit einem Satz an wie ich, bekannt als Hans und dann vielleicht Klammern aus der Familie Mustermann, ein geistig-sittliches Wesen, sage hiermit, dass das Untenstehende oder das Untengesagte die Wahrheit ist, die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit, so helfe mir Gott, wenn man ihn als Zeugen aufruft. Man soll aber nicht bei Gott schwören. Das ist verboten in der Bibel. Okay? Aber man kann sagen, so helfe mir Gott. So dass er mit dabei ist als Zeuge sozusagen, ja. Aber man darf nicht bei Gott schwören. Also man darf hier nicht Gott sozusagen haftbar machen für das, was man da womöglich an Fehlern begeht. Das ist das Erste. Und dann zählt man die einzelnen Punkte auf unter Berücksichtigung der 5 Ws. Wer, wie, wann, was, wo. Und am besten ist es, wenn man das in einem durchgehenden Fluss schreibt, die einzelnen Punkte, und dann einzelne Paragraphen, oder nicht Paragraphen, sondern einzelne Sätze einfach separiert, indem man zum Beispiel die römischen Zahlen, klein geschrieben, in runde Klammern setzt. Aber dass man an und für sich einen flüssigen Stil hat, fast wie eine Erzählung, und dass die einzelnen Punkte, die man bringt, immer mit und verbunden sind. Ja, das gehört nämlich auch mit dazu, dass die Dinge, die man sagt, die dürfen nicht logischen Gesetzen widersprechen. Denn Logik ist etwas, das ist mathematisch nachweisbar und beweisbar. Zum Beispiel, man kann nicht selber an zwei Orten gleichzeitig sein. Das ist also ganz logisch. Das kann man physisch nicht. Und wenn sich durch den eigenen Erzählungsstil so etwas logisch ergebe, dann ist natürlich die Erklärung unter Eid hinfällig. Das heißt, alle Punkte, alle Sätze, sozusagen, die man bringt in einer Erklärung unter Eid, die müssen mit Konjunktionen verbunden sein. Und die korrekte Konjunktion ist immer und. Ja, wenn man die Wahrheit spricht, dann kann man eigentlich nicht das Wort oder verwenden. Denn oder bedeutet eine entweder inklusive Alternative oder eine exklusive Alternative, je nachdem, ob ein Komma davor steht oder nicht. Und hat man eine Alternative, ja, dann ist das nicht eindeutig. Das heißt, das kann nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, man muss ganz präzise sein. Und da muss man auch Adjektive vermeiden. Es sei denn, diese Adjektive sind absolut notwendig, um ganz eindeutig den Charakter eines Dinges zum Beispiel zu beschreiben. Aber es darf nicht etwas sein, was sozusagen einer Beurteilung obliegt. Ja, wie ein großes Auto. Das ist nicht spezifisch genug. Was ist ein großes Auto? Was ist ein kleines Auto? Das ist in den Augen verschiedener Menschen eine relative Angelegenheit, ja? Sondern es muss präzise beschrieben werden. Es war ein Auto, ein Audi vom Typ oder ein Auto vom Typ Audi 100 oder was auch immer in gelber Farbe. Also es muss etwas wirklich eindeutig beschrieben werden. Aber ansonsten vermeidet man Adjektive. Und man vermeidet auch solche Adjektive, die irgendeine Aussage machen über die andere Partei, die nicht objektiv ist. Wie zum Beispiel Ausdrücke wie, hat sich der andere erdreistet, mir dann auch noch und solche Dinge. So etwas kann man nicht schreiben in einer Erklärung unter Eid, weil man damit schon eine eigene Beurteilung mit einfließen lässt, die subjektiv emotional ist, anstatt objektiv rational. Und man weiß nicht, aus welcher Motivation ein anderer etwas getan hat.
Also man muss sehr präzise sein und in einer Art Erzählungsstil die Dinge durchschreiben, aber man kann das durchaus so gliedern auf der Seite, dass es eindeutig ist, dass man genau sieht, aha, hier, das ist Satznummer römisch 4, das ist dann in runden Klammern die Zahl römisch 4 und man verbindet die einzelnen Sätze dann mit der Konjunktion und. Das heißt, es kann ein Komma davor und, ja, oder ein Semikolon davor und. Und alle diese Dinge, wenn man die mit die einzelnen Sätze, die einzelnen Aussagen, wenn man die mit und verknüpft, das bedeutet, dass vom ersten bis zum letzten Wort der Erklärung alles wahr ist. Und jetzt kommt ein ganz besonderes Merkmal dieser Erklärung unter Eid ohne begrenzte Haftung, also unter unbegrenzter Haftung. Das ist ein einziger Teil, ist ein einziger Teil, ein einzelner Satz, eine einzelne Aussage nicht wahr, dann ist aufgrund der Und-Konjunktion die ganze Erklärung unter Eid falsch. Ja? Und da sieht man, dass man auch wiederum hier in der Form ein außerordentlich hohes Risiko eingeht. Man sagt nämlich, alles ist insgesamt wahr und jedes Teil, also die einzelnen Aussagen auch. Und das kann man in der Mengenlehre, kann man das, oder mit Hilfe von Mengenlehre, kann man so etwas beweisen, ja. Das heißt, die Wahrheit besteht hier bezüglich der Angelegenheit aus den Elementen der einzelnen Aussagen. Das ist die gesamte Wahrheit hier diesbezüglich, die hier Relevanz hat. Und das heißt, diese Menge dann ist die Wahrheit und diese Menge besteht aus allen Elementen, die man da eingebracht hat, nämlich die Elemente repräsentieren hier die einzelnen Aussagen, die einzelnen Sätze. Ja. Jetzt, wenn ein Element davon nicht wahr ist, ja, dann ist es nicht mehr Teil dieser Menge und somit ist die ganze Menge ungültig. Es ist dann nicht mehr die Menge aller Wahrheiten sozusagen. Jetzt natürlich bezüglich eines bestimmten Prozesses oder eines bestimmten Vorganges. Und heute merkt man das im Kommerz, unter der begrenzten Haftung, da machen die es sich sehr einfach, weil sie diese Klauseln haben, wie zum Beispiel, sollte eine der oben genannten Bedingungen oder Klauseln gegen geltendes Recht verstoßen, so gelten dennoch alle anderen. Die salvatorische Klausel. Das heißt, die retten da sozusagen wenigstens noch die anderen Elemente hinüber. Aber an und für sich ist ein Vertrag ungültig, wenn nicht alle Bedingungen korrekt sind und einem korrekten rechtlichen Standard entsprechen. Je nachdem, was dieser sein mag, je nach Natur des Vertrages, ja. Also da sehen Sie, da ist ein großer Unterschied. Das heißt, das ist auch wiederum eine Haftungsbegrenzung, die durch diese salvatorische Klausel machen. Und in einer Erklärung unter Eid gibt es keine salvatorische Klausel. Das heißt, man kann sich nicht das Recht vorbehalten, dass wenn ein Teil nicht wahr ist, ja, dass dann alles andere trotzdem wahr ist. Das geht nicht, denn alle Teile, die man aussagt, jede einzelne Aussage muss wahr sein, damit die Erklärung unter Eid mit unbegrenzter Haftung wahr ist. Und da sehen Sie natürlich sofort, wie präzise man da arbeiten muss, auch in seinen Gedankengängen, und das stellt etwas dar, was einen unschlagbaren Charakter hat. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man Fakten wirklich korrekt geltend machen kann, in Form einer Erklärung unter Eid. Und übrigens muss man das nicht unbedingt schriftlich tun, man kann das auch zum Beispiel bei Gericht im Zeugenstand tun. Da muss man darauf bestehen, dass man als Zeuge aufgerufen wird. Ja, und dann macht man das dort unter Eid. Und natürlich ist das, aber da sprechen wir drüber, wenn wir über Gerichte sprechen, ist das oral, also wenn man das mündlich macht, ein Minenfeld. Weil da, wenn man da nicht gewohnt ist, sauber und korrekt zu denken, dann fällt man da schnell auf Fangfragen rein und bemerkt nicht, dass solche Fangfragen natürlich nur dazu gedacht sind, einen aus dem Tritt zu bringen und einen in Widersprüche zu verwickeln, sich also einzulassen auf
Argumente und Fragen, die überhaupt nichts wirklich jetzt was zu tun haben mit dem aktuellen Vorgang. Und dann unterzeichnet man unten oder signiert man unten mit seiner Signatur. Jetzt, je nachdem, was die Position ist des Erklärenden sozusagen, ist es empfehlenswert, dass er in der Mitte unten unterschreibt, es sei denn, es ist eine wirklich kommerzielle Erklärung unter IT, eine Verbindlichkeit schafft dem anderen gegenüber, dann mag man unten rechts unterzeichnen, weil man sich als Gläubiger sieht dem anderen gegenüber. Man kann auch bei einer Erklärung unter Eid unten links unterschreiben, das geht auch, wenn man der Auffassung ist oder der Ansicht ist, dass man ja sozusagen für die Richtigkeit dieser Erklärung auch eine Schuld sozusagen auf sich lädt, eine Haftung. Das heißt, im Falle, dass die falsch ist, haftet man. Das kommt darauf an, wie man das sieht. Da gibt es nichts Verkehrtes wirklich. Man kann die auch unten in der Mitte unterschreiben. Und wenn man der Auffassung ist, dass eigentlich hier eine Erklärung unter Eid erst dann die andere Partei bindet, wenn der Verzug eingetreten ist. Ja, und vorher weiß man nicht, wer Gläubiger und wer Schuldner ist. Denken Sie dran, im Kommerz ist letztendlich alles, entscheidet sich immer hier die Frage, wer ist Gläubiger und wer ist Schuldner. Und jetzt in kommerziellen Erklärungen, wir kennen Erklärungen unter Eid oder Affidavits natürlich aus Fernsehserien und so weiter, wo es hauptsächlich um strafrechtliche Angelegenheiten geht, wo einer sieht, wie ein anderer ein Verbrechen begeht, ja, oder einer Zeuge ist, wie ein anderer über lange Zeit hinweg die Firmenkasse beschmiert hat oder sowas, ja. Das sind hauptsächlich Verfahren, die mit Strafrecht zu tun haben. Aber im Kommerz entscheidet, muss sich jede Erklärung unter Eid immer dazu beitragen, zu zeigen, wer der Gläubiger und wer der Schuldner ist in Transaktion. Und diese Commercial Affidavits of Truth, also diese kommerziellen Erklärungen unter Eid, die müssen sich also wirklich auf kommerzielle Dinge beschränken. Das heißt, es ist immer hier die Frage, welchen Status hat man oder welches kommerzielle Recht hat man oder welches Recht unter Treuhandrecht hat man. Ist man der Stifter zum Beispiel oder ist man der Begünstigte oder beides? Und da gibt es bestimmte, ja, Klauseln will ich jetzt nicht sagen, aber Aussagen, die können immer rein in eine Erklärung unter Eid, immer als die ersten Punkte, um zu zeigen, wer man ist. Also hat man mal seinen Geburtenbond erledigt und seine Sicherungsvereinbarung und so weiter, dann kann man diese Dinge immer am Anfang der zu erklärenden Fakten oder Tatsachen, besser gesagt, natürlich reinschreiben. Denn das garantiert sozusagen auch, dass der Status, den man sich da erworben hat oder die Rechte, die man sich erworben hat, dass die auch gleich noch einmal unter Eid erklärt werden. Und wenn eine andere Partei daherkommen will und sagen kann, nein, er ist kein Sicherungsnehmer, dann muss er das eben auch widerlegen. Und das bedeutet, dass man in einer Erklärung unter Eid nicht schon im Vorspann, wenn man einen hat, die Natur der Parteien bestimmen kann, wenn das wiederum erst dann unter Eid ausgesagt wird, später im Erklärungsteil. Also eine Erklärung unter Eid ist normalerweise eine ganz einfache Sache. Und unten dann signiert man das mit Daumenabdruck und Initialien oder mit Unterschrift. Also ich würde eher wirklich immer mit Daumenabdruck und Initialien da arbeiten und nicht mit einer Unterschrift als solches. Und dann hat man unten drunter die Zeugen. Hat man jetzt private Zeugen, wie zwei oder drei Männer oder Weiber, die das bezeugen, dann muss da auch ein Text stehen, was sie genau bezeugt haben. Da kann nicht einfach nur stehen Zeugen und dann hier die Namen und dann deren Unterschrift oder deren Daumenabdrücke, sondern es muss genau da stehen, was bezeugt wird. Wir, die unten stehenden oder die unten zeichnenden Zeugen, bezeugen hiermit, dass der oben genannte Mann, der uns bekannt ist als Hans aus der Familie Mustermann, heute an dem 25. Tag des 8. Monats im Jahre 2016, vor uns die oben aufgeführten Tatsachen
unter Eid ausgesprochen hat und diese mit seinem obigen Siegel bekräftigt hat. Sowas in der Art. Das kann man ein bisschen selber gestalten. Aber es muss da stehen, was sie bezeugen. Ja, einfach nur das Wort Zeugen, das ist nicht genug. Es muss da stehen, was sie bezeugt haben. Und man kann dann noch sowas hinzusetzen, wie zum Beispiel, und wir sind bereit, dieses in einem kompetenten Gericht auch unter Eid auszusagen, wenn dieses erforderlich ist. Oder wenn dieses erforderlich sein sollte. Oder wenn dazu aufgerufen. Und das Gleiche ist es, wenn man einen Notar verwendet. Ja, da muss man das etwas abändern natürlich und sagen, ich, Wolfgang sowieso, tätig als Notar, bezeuge hiermit, dass der Mann, der mir bekannt ist als Hans aus der Familie Mustermann, die obigen Aussagen vor mir unter Eid ausgesprochen hat und dass er die obige Signatur und sein obiges Siegel vor mir heute angebracht hat. Ja, das schreibt man für den Notar. Wenn der Notar selber was dazu schreiben will, dann muss man ihm das überlassen. Das heißt, deswegen braucht man eine gute Beziehung mit seinem Notar, dass man die Dinge ein bisschen variieren kann, dass er auch merkt, was man da tut und vor allen Dingen, dass man ihn schadfrei hält. Das heißt, in der Regel will man immer von einem Notar, dass er lediglich den Eid einem abnimmt, den man dort oben stehen hat, und dass er bezeugt, dass man vor ihm diesen Eid geleistet hat und sein Siegel zum Beispiel und seine Signatur angebracht hat. Ja, das ist das Einzige. Man muss also den Notar darauf hinweisen, dass man keine rechtliche Validierung oder keine rechtliche Überprüfung der substanziellen Punkte der Erklärung unter Eid wünscht, sondern dass man lediglich wünscht, dass er zeugt, dass man den Eid geleistet hat und dass man die Unterschrift geleistet hat oder die Signatur. Und jetzt mag es sein, dass der Notar nach einem Reisepass fragt. Na, dann gibt man ihm halt einen Reisepass. Das tut ihm keinen Abbruch. Ja, Personalausweis ist vielleicht etwas haariger, also mit Personalausweis wäre ich vorsichtig. Aber auch letztendlich ist das kein großes Problem, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ein Reisepass ist da sicherlich besser. Und das spielt keine Rolle, ob man da ein Dokument zeigt. Warum nicht? Weil man kann die Person, die natürliche Person, von der öffentlichen als auch von der privaten Seite her angehen. Und der Notar ist dafür zuständig, dass er die privaten Belange und Erklärungen mit öffentlicher Glaubwürdigkeit versieht. Das ist sein Job. Und man nennt es auch im Englischen ein Notary, also Notar, Public, Notary Public. Es gibt auch private Notare oder die Scriveners in London. Gibt es heute noch, kann man mal nachgucken unter Scriveners, was deren Aufgabe ist. Aber ganz generell gesprochen heißen die Notare Notary Public, also ist es ein öffentlicher Notar. Und man muss immer eine Validierung der privaten Prozesse in die Öffentlichkeit hinein anstreben. Das braucht's im Kommerz. Man kann nicht die Dinge ganz im Privaten tun, wenn man auf der öffentlichen Seite dann von diesen Prozessen eine Heilung erwartet oder die Anerkennung erwartet. Das geht nicht. Es braucht jemanden, der die Kompetenz hat, diese privaten Dokumente wenigstens in Form einer Erklärung, wenn nicht sogar rechtlich gesehen, mit öffentlicher Glaubwürdigkeit zu versehen. Das ist also eine gute Sache. Und wenn man das Gefühl hat oder wenn man weiß, der Notar kann hier nicht auf die rechtlichen Aspekte, also mit anderen Worten auf den Inhalt einer Erklärung unter Eid eingehen und sagen, dass diese korrekt ist, dann muss er wenigstens die Tatsache, dass etwas erklärt wurde, heute vor ihm unter Eid und dass die entsprechende Signatur und Unterschrift geleistet wurde, dass er das bezeugt hat. Das ist alles, was es braucht. Also man will keine rechtliche Überprüfung, keine Rechtsberatung vom Notar, sondern man will lediglich, dass er den Eid
und die Signatur bezeugt. Beglaubigt, wenn man so will. Mit anderen Worten, das, was man gesagt hat, mit öffentlicher Glaubwürdigkeit versieht. So, und damit kann man seine Erklärungen unter Eid auch öffentlich wirksam machen. Wir sprechen in der Zukunft noch über spezielle Fälle von Erklärungen unter Eid, die dann auch eine Apostille brauchen auf die Unterschrift des Notars oder auf die Beglaubigung des Notars. Das ist ganz wichtig, um bestimmte kommerzielle Dokumente sozusagen herauszunehmen aus einer internen Gerichtsbarkeit und sie international sozusagen mit internationaler Glaubwürdigkeit zu versehen. Dazu braucht es dann eine Apostille. Und das ist wirklich die ganze Kunst der Erklärung unter Eid oder die Form besser gesagt. Ja, mit ein paar Hinweisen auf die Inhalte. Und jetzt noch etwas spezieller, um nochmal darauf zurückzukommen, die Punkte in einer Erklärung unter Eid im Kommerz müssen sich auf kommerzielle Tatsachen beziehen, ja, oder auf die Herleitung einer kommerziellen Tatsache, wie zum Beispiel, ja, man wird von der Polizei angehalten und da kommt ein Strafzettel und so weiter und so fort und man nimmt das für wert an und gibt es ihm zurück, der Polizist hat einem dann die Handschellen angelegt und einen ergriffen und ins Gefängnis geworfen und man kann dann schreiben, ich glaube, dass dieses Kidnap war und dass hier die öffentliche Geldpolitik verletzt wurde und dass der Polizist nicht nachweisen konnte, dass eine Annahme nicht ausreichend ist und so weiter und so fort. Ja, das dient alles dazu, um später dann die Haftung aufzubauen. Okay, solche Dinge kann man schreiben, aber die muss man präzise beschreiben. Und man darf nicht dem anderen Motivation unterstellen. Es sei denn, er äußert diese, wie zum Beispiel er sagt, na Früchtchen, dir werde ich's zeigen. Ja, wenn er sowas äußert, dann kann man natürlich schreiben, und mit der Aussage, und dann in Anführungszeichen, na Früchtchen, dir werde ich's aber zeigen, Anführungszeichen zu, habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Polizeibeamte oder der Polizist den Boden der Realität zugunsten privater Rachegelüste verlassen hat. Ja, das kann man schon schreiben, dass man diesen Eindruck hatte. Aber dann muss man auch wirklich präzise zitieren. Oder wenn man nicht mehr genau weiß, was er gesagt hat, dann muss man sagen, so etwas wie, na Früchtchen, dir werde ich es aber zeigen. Also, dass man wirklich genau arbeitet in der Aufzählung der Dinge. Das ist ganz besonders wichtig. Denn liegt man falsch, auch in nur einem Punkt, dann ist das ganze Ding nichts wert und es kann nach hinten losgehen. Und ich kann gar nicht überbetonen, wie wichtig es ist, dass man in einer Erklärung unter Eid nicht feststellen kann, ob die andere Seite korrekt gehandelt hat oder nicht. Ja, solche Dinge darf man nicht feststellen. Also eine Erklärung unter Eid dient nicht dazu, ein Urteil zu fällen, sondern das Urteil ergibt sich daraus im Kommerz dadurch, dass jemand die Erklärung unter Eid nicht widerlegt. Das ergibt die Tatsachen dann oder die Bekräftigung der Tatsachen im Kommerz. So, das ist alles erst einmal, was ich jetzt zu sagen habe über die Erklärung unter Eid. Und ich würde sagen, dass wir jetzt dann spezielle Fragen bezüglich der Erklärung unter Eid stellen können.